Leute, ich bin Flasche. Willkommen zu Let's Play Doom Eternal. Wir sind nicht mehr auf der Erde, sondern auf einer Marsbasis, wo es die BFG 10.000 gibt. Da oben über uns sehen wir sie. Und genau die wollen wir jetzt auf den Mars richten und ein Loch in den Mars schießen. Da hinten ist er. Wir müssen aber erstmal da rankommen und genau das wollen wir jetzt machen. Oh, hier ist eine Munition hierfür. Das heißt, wir laden hier schon mal einen Schuss wieder auf. So, und nehmen das jetzt mit. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Dann können wir vielleicht direkt noch was von der Mastery machen. Denn hier sieht es so aus, als ob weitergekämpft wird. Aber hier sind keine Gegner. Doch, da. Ah, guck mal, da können wir doch direkt das holen. Oh, oh. Ups. Die Sau einfach ausgewichen, ey. Okay, der ist weg. Der ist auch weg. Oh, sind wir fertig mit dem... okay. Chill mal kurz. Okay, der ist weg. Jo, und Doom Hunter. Okay, gut. Geht direkt spannend weiter. Aber für den habe ich auch eine gute Taktik, glaube ich. Oh nein, das wollte ich eigentlich nicht. Das hat nicht so geklappt, wie ich es wollte. Aber er ist weg. Sehr gut. Hat doch irgendwie geklappt. Zwar nicht ganz perfekt, aber egal. Okay. Das war's. Warnung. Sie wissen, dass du hinein willst. Warnung, BFG 10.000 wird abgefeuert. Okay. Ja, in der letzten Folge hatte ich ja schon gesagt, man kann die Cyberman-Cube-Busse kann man ganz gut killen, indem man einfach die einfriert und dann einen Blood Punch gibt und dann sterben die halt kurz darauf mit ein paar Attacken. Und so ähnlich ist es auch beim Doom Hunter. Den kann man auch einfrieren, Blood Punch geben und dann noch ein bisschen reinhacken und dann verliert er sofort seinen Unterboden und dann kann man danach ihn mit ein paar von diesen Raketenwerfersalven kann man ihn dann relativ schnell töten. Es hat zwar jetzt nicht perfekt geklappt, das müssen wir noch ein bisschen üben, aber es hat zumindest im Ansatz geklappt. Und damit hatten wir auch schon mal eine richtig gute Strategie gegen diese beiden Gegner dann. So. Wartet mal, wir waren jetzt gerade mit dem Hitzestoß fertig. Kann es sein, dass wir hier bei Hitzestoß... Tatsache, sind wir fertig geworden. Was macht das jetzt? Nach dem Abfeuern eines voll aufgeladenen Hitzestoßes verfügen Plasmageschosse kurzzeitig über einen Schadensbonus. Hm. Die Frage ist, wie gut kann man das wirklich nutzen? Weil ich meine, wie oft macht man erst einen Hitzestoß und schießt danach noch normal mit der Plasmaknarre rum? Eigentlich so gut wie nie, aber ist egal, wir wollen einfach nur ein bisschen die Waffen-Masteries machen. Und von daher passt das schon. So. Jetzt müssen wir hier ein paar Kopfschüsse verteilen. Zack. Können wir nämlich direkt die... Oh. Muss natürlich auch... Hallo. Muss natürlich auch treffen. Okay. Das hat gut geklappt. Wow. Da war noch einer. Okay. Alles klar. Das hat doch geklappt. Da ist die Automap. So. Das müssen wir jetzt machen. Jetzt müssen wir hier hoch, oder? Ja. Jetzt müssen wir hier rein in die Dinger. Und damit hochfahren. Machen wir das doch direkt mal. Los, fahr hoch. Genau, und jetzt darüber und dann hier hoch und dann sind wir auch schon da. Sehr gut. So. Ah, scheiße, jetzt hätten wir noch höher gemusst. Mist. Jetzt müssen wir noch mal warten, bis das Ding hochfährt. Damit wir höher kommen, glaube ich. Genau, so. Und rüber. Das hat geklappt. Oh, hier haben wir zum Lesen. Und zwar... Codex...
Codex BFG 10.000. Oh yeah, guckt euch das Bild mal an. Schon ein geiles Teil irgendwie. Ups, jetzt habe ich es zugemacht. Warum? So. Ursprünglich als Bergwerks- und Kommunikationsstation gegründet, wurde der USC-Außenposten auf Phobos sofort nach der Zerstörung der Argent-Einrichtung auf dem Mars erweitert. Das USC-Direktorium wollte seinen alleinigen Anspruch auf den roten Planeten und den umgebenden Raum aufrechterhalten und befahl die Konstruktion einer ausgedehnten Verteidigungsplattform. Unter Verwendung von Technologie aus der Entwicklung der BFG 9000 fasste man den Plan, eine gewaltige Partikelkanone auf dem Mars umkreisenden Mond zu errichten. Die BFG 10.000 ist die größte Waffenplattform, die der Mensch jemals konzipiert hat und besitzt genug Feuerkraft, um sich gegen die fortschrittlichsten FTL-Großklassenkreuzer zu verteidigen oder gegen eine eventuelle dämonische Bedrohung aus dem All. Ja, krasses Teil. Aua. Ah, das ändert hier die Richtung, kann das sein? Ah ja, erstmal so ein... Oh, hi. Oh, wir müssen ja die Arme... Wir müssen ja die Armkanonen zerschießen. Eins haben wir jetzt aber zufällig geschafft. Das ist gut, dass das geklappt hat. Oh nein, halt, stopp, zurück. Lock on Burst. Ja, damit müssen wir den doch killen. Das ist so ein einzelner Prowler, ey. Okay. Ja, Doomslayer ist auch ein bisschen groß, größer als normale Menschen. Ja, da ist die Energiequelle drin. Einfach weggeschleudert. Oh yeah. Jetzt geht's ab. Jetzt schießen wir ein Loch in den Mars, Leute. Das hat eine fette Knarre, ey. Mars-Oberfläche anvisiert. Ich will die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Das ist, glaube ich, ein Ja. Der Port wird sich selbst zerstören. Sie sollten aufbrechen. Ah ja, und jetzt kriegen wir auch die BFG 9000. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Die Der Slayer kontrolliert die BFG. Und immer wenn er die BFG kriegt, schmiert er danach ab. Auch typisch. Ja, also die Energiequelle für die BFG 10.000 war einfach nur eine BFG 9000. Anscheinend. BFG 9000. Die BFG 9000 kann die meisten Dämonen mit einem einzigen Schuss töten. Drücke Maus 1, um einen gewaltigen Energieball abzufangen, der tödliche Blitze erschafft, wenn Dämonen in der Nähe sind. Es ist nur die Frage, wo ist die? Da ist sie, auf STRG links. Hä? Hat er gerade auf einer anderen Sprache gelabert? Ich habe selber dazwischen gelabert, aber irgendwie schien das da gerade nicht Deutsch zu sein, oder? Weiß ich gerade nicht. Aber jetzt können wir die eventuell direkt mal ausprobieren hier. Genau. Ja, wir haben jetzt von großes Badaboom direkt 15 von 30 oder was das war geschafft, oder? Ne, wie viel waren es? Ne, 15 von 40, oh, da müssen wir aber echt oft mit der Knarre rumschießen. Was ein bisschen schade war, hier waren jetzt gerade echt viele Kekko-Demons, die hätten wir alle schön für die Ballistenmeisterschaft nutzen können. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas? Ne, sieht nicht so aus, okay. Ja, das war jetzt gerade echt komisch mit dem Samuel Hayden. Wo sind denn wir jetzt? Mit den Fluchtkapseln der Einrichtung solltest du zum Marskern gelangen. Doch von hier aus können wir sie nicht erreichen. Okay, da seht ihr mal dieses riesengroße Loch, was wir reingesprengt haben. Und alles, was auf der Oberfläche war vom Mars, schwebt jetzt hier im Orbit. Krass. Krasse Scheiße. So. Ich lass mal die Knarre gerade mal draußen, weil wenn hier Gegner kommen, dann sind es entweder Pain Elementals oder Kekko Demons. So. Zack. So, jetzt sind wir aber... Es kommen gar keine Gegner, so wie es aussieht. Ach, da hinten haben wir irgendwas. Look. Da oben noch irgendwie was? Nee. Look. Look.
So kann man die Mastery auch machen. Okay. Was haben wir dann hier für Opfer? Achso, geht ja gut los. Retter der Menschheit. Glauben Sie wirklich, dass ein Mensch die Armeen der Hölle aufhalten kann? Ja, hoffe ich doch, dass das so ist. Sonst hätten wir ein Problem. So, was haben wir hier noch? Ist hier vielleicht noch irgendwie ein Secret oder so? Ja, da ist tatsächlich was. Aber da können wir momentan noch nicht hin. Da ist noch gesperrt. Okay, da kommen anscheinend von hier hinten oder von hier hinten ran. Aber hier ist momentan noch zu. Okay. Haben wir hier irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann weiter. Da hinten wird wieder geschossen. Bereitgestellt von ihren Freunden bei der USC. Oh, danke schön. Oh, was haben wir denn da? Einfach so ein Geschützturm. Oh, Buff-Totem in der Nähe. Das ist natürlich nicht gut. Gucken wir direkt mal, ob wir das hier ausfindig machen können. Ich meine, hier schießen gerade einfach so ein paar Viecher. Aber wir müssen dieses Buff-Totem finden. Halt, man könnte jetzt hier aber unendlich lange farmen, weil ich meine, hier oben zu mir scheinen keine Gegner zu kommen. Und das Buff-Totem spawnt ja auch die ganze Zeit neue Gegner. Die sind zwar sauschnell irgendwie, die Gegner. Aber man kann jetzt hier richtig schön Headshots farmen. Und ich meine, die Gegner kommen ja auch immer wieder neu, solange das Buff-Totem da ist. Das ist natürlich chillig. Aber gut, wir haben gleich eh keine Munition mehr. Aber solange wir noch Munition haben, können wir das ruhig nutzen. Das ist echt witzig. Okay, jetzt wird gleich die Munition alle sein. Noch ein paar Schüssen. Und das spawnt die Gegner echt schnell neu, das blöde Totem. Okay, man muss natürlich auch treffen. Na gut, zwei Schüsse haben wir noch. Ah, jetzt ist es vorbei. Gut, jetzt müssen wir das Buff-Totem suchen. Hallo, warum kann ich hier nicht runter? So, wo ist es? Da haben wir es doch schon. Okay. Das ist doch gut. Alles klar. Das war schon mal kurzer Prozess. Hier ist aber noch irgendwo einer. Oh, ist ja alles, stimmt. Nein, warum kein Ziel? Okay. Gut. Der ist weg. Brauchen wir den blöden. Gut, der ist auch weg. Da haben wir einen Kekko. Natürlich auch chillig. Was haben wir da? Nur 0815 Viecher. Okay. Oh, jetzt haben wir so einen. Jetzt testen wir das mal. Achso, es muss ein voll aufgeladener Schuss sein, kann das sein? Die haben gesagt, nur nach einem voll aufgeladenen Hitzestoß hat, macht man, glaube ich, Bonusschaden. So. Jetzt haben wir so einen. Na toll, wartet mal. Jetzt machen wir das mal so. Kriegen wir wieder ein paar Kills. Okay, das war jetzt, hat sich jetzt, glaube ich, nicht so richtig gelohnt. Es waren jetzt, glaube ich, nicht so viele, die wir jetzt hier abgesnackt haben, oder? Ne, nur. Oh, das hat sich gar nicht gelohnt, jetzt den BFG-Schuss zu verballern. Das waren nämlich nur vier Gegner, die ich hier erwischt hatte. Da hätte ich das früher nutzen müssen. Den BFG-Schuss. Aber ich will natürlich auch nicht irgendwelche Gegner, die ich eigentlich für Masteries brauche, will ich eigentlich auch nicht einfach so wegfetzen. Das ist halt ein bisschen doof. Oh, da unten haben wir ganz viel Zeug. Gehen wir mal runter. Hier haben wir direkt was. Easy. Ja, da müssen wir sogar auch runter. Okay. Dann haben wir hier das. Holen wir uns aber erst noch das Zeug hier alles. Gut. Ups. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier an Viechern bekommen. Machen wir den einfach so weg. Den so, den so, den so und den
So. Und war es das jetzt schon? Nein. Okay, gut. Haben wir geschafft. Ging eigentlich, diese Zufallsbegegnung. Die ging noch einigermaßen klar. Okay, jetzt nur gucken, dass wir hier irgendwie durchblicken durch den ganzen Scheiß. Ah gut, da kamen wir her, ne? Genau. Alles klar. Jetzt haben wir hier wieder diesen ultra nervigen Tentakel, die hier überall kommen können. Direkt im ersten ist keins, okay. Aber das heißt, da kommen noch böse Sachen. Und dann geht's hier wieder abwärts, so wie es aussieht. Oder schmieren wir wieder ab. Irgendwie scheint ja kaum ein Fahrstuhl in diesem Spiel zu funktionieren, aber der funktionierte, so wie es aussieht. Okay. Leichen leider. Okay, dann drücken wir doch einfach mal hier. Zugang zur Brücke der Oberflächenkanone. Manuelles Laden initiiert. Ah, okay, zu das dieser... Das ist eine Waffe, kein Teleporter. Ja, ihr wisst schon, was der Doomguy vorhat, das da. Es ist kein Teleporter, sondern eine Waffe. Aber ihr wisst ganz genau, was wir machen werden. Und ein Prowler-Spielzeug, ne? Das sieht süß aus. Die sollten das echt verkaufen, die sollten echt diese Spielzeuge wirklich rausbringen. Jessica in der Personalabteilung und nehmen Sie an der UAC sterblich gehandicapten Blutspendeaktion teil. Seien Sie großzügig, geben Sie Ihr Blut, all Ihr Blut. Jessica aus Human Resources, die gab es auch schon in Doom 2016. Oh, jetzt haben wir alle Ruhen, die es gibt, nice. Okay. Jessica arbeitet anscheinend immer noch bei der UAC. Schon seit Doom 2016. Okay, machen wir hier irgendwas? Nein, sieht nicht so aus. Dann werden wir jetzt diesen extra für den Doomslayer gebauten Teleporter benutzen. Das Ionenkatapult ist ausschließlich für Kaliber 85 Munition der UAC gedacht. Oh yeah. Wie der da einschlägt, wie eine Bombe. Okay, dann werden wir direkt mal ein paar Headshots verteilen. So. Oh, voll gegen das Geländer geschossen. Okay. Wieder ein bisschen die Mastery gemacht. Sehr gut. Zum Glück haben da auch keine anderen Gegner, außer diese 0815 Scheißviecher. Komisch. Wollte gerade schon sagen, warum sind hier keine Tentakel drin? Okay, kann man überall nur nach oben. Ah, guckt mal, hier ist sogar ein Secret. Ist doch gut. Onslaught. Verstärkermodus. Ansturm. Das ist, glaube ich, das Quad Damage. Das heißt hier, glaube ich, Onslaught in dem Spiel. Ich höre hier irgendwo ein Vieh. Okay, jetzt müssen wir erstmal hier aufräumen, glaube ich. Wow. Was haben wir da? Einfach nur so ein einzelnes Arschlochvieh. Jetzt müssen wir hier wirklich erstmal aufräumen und die ganzen Viecher wegmachen. Boah, und es sind echt viele und wir müssen jedes einzelne untersuchen, damit es uns nicht auf den Sack gehen kann. Zwei Munition haben wir noch, so. Oh, hier kann man sogar auch noch hoch. Ach du Scheiße, warum ist das hier so riesig? Okay, dann müssen wir, glaube ich, mal in Ruhe uns dann alles an... Da kann man auch weiter, okay. Müssen wir uns in Ruhe mal alles angucken hier. Das scheint ein größeres Gebiet zu sein. Und wir müssen irgendwie... Müssen wir an Munition kommen. Okay. Waren wir hier schon? Oh, ich habe gerade den Überblick verloren, Leute. Wartet mal. Ich habe gerade wirklich die Orientierung verloren. Wo wir hier überhaupt sind. Können wir hier irgendwas drücken? Nein. Ah, hier sind wir... Ah, hier sind wir angekommen. Genau, hier sind wir angekommen. Alles klar. Und da kann man... Sind wir auch runtergegangen? Und das hier ist aber der normale Weg, so wie es aussieht. Genau. Genau, alles klar. Jetzt haben wir hier, glaube ich, alles. Jetzt müssen wir nur da irgendwie da oben rüber. Dahin.
Nein, ich hatte keinen Dings mehr. Oh, was? Wo bin ich jetzt hingefallen? Oh, wo bin ich denn jetzt hingefallen? Scheiße, hier wollte ich noch überhaupt nicht hin. Scheiße, ich bin jetzt schon. Ich glaube, hier geht's weiter. Aber hier. Hier wollte ich aber noch überhaupt gar nicht hin, eigentlich. Na, so eine Scheiße. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ah, hier, so wie es aussieht. Okay. Warte mal, da oben war nämlich noch echt viel, was man erkunden und finden konnte. Und da können wir jetzt an... Ah, hier können wir wieder zurück, so wie es aussieht. Mal hier überall gucken. Eigentlich sind ja Risse drin, wenn man es kaputt machen kann. Ja, Tatsache. So. Wo sind wir... Hä? Wo sind wir jetzt? Oh Gott, Leute, wir haben uns verlaufen. Aber sowas von. Habe ich noch Raketen? Ja, nicht mehr so viele, aber egal. Okay. Toll. Ich habe keine Munition mehr, verdammte Scheiße. Na toll. Echt keine Munition. Oh, so eine Kacke. Wir hätten das jetzt richtig gut hingekriegt, wenn nicht alles alle wäre in diesem Spiel. Alles. Ich habe echt alles alle geballert. Oh, toll. Okay, das heißt, wir müssen das jetzt anmachen und erstmal eins zersägen. So. Oh nein, wie kann man das denn daneben ballern? Okay, das hat geklappt. Gut, gut, gut. Das hat geklappt. Ja, weil wir brauchten wirklich erstmal Munition. Und vor allem, wenn man vorher nicht weiß, was ist das überhaupt für eine Zufallsbegegnung, dann weiß man ja auch gar nicht, welche Waffen man am besten benutzt. Und dann versucht man irgendwie alles zu machen, um möglichst schnell. Und verballert dann auch für kleine Gegner die großen Waffen. Kakas. Das ist dann immer schlecht, wenn man das macht. Okay, so, wartet mal. Wo sind wir denn jetzt? So. Noch ein Secret. Okay, das ist zwar der einzige Weg, den es überhaupt gibt, um da wegzukommen, so wie ich das verstanden habe. Ah, guck, wartet mal. Sind wir jetzt da oben, wo ich... Ah ja, hier habe ich, glaube ich, schon mal... Ja, hier habe ich mich versucht hinzuschwingen. Aber da hinten ist noch ein Secret. Ah. Okay, geht auch so. Passt. So, was haben wir hier? Doom 64 Intro, alles klar. Gut, dann haben wir jetzt hier aber, glaube ich, wirklich alles, was wir haben können. Dann können wir jetzt da hinten, wo war's? Irgendwo ging es weiter, hier hinten, glaube ich. Können wir jetzt dann mal weiter. Ja, ich glaube schon. Wobei, da hinten ist so ein Gebiet. Das will ich nochmal schnell gucken. Da hinten ist so ein Gebiet, da waren wir irgendwie nicht. Hier so. Ach so, da kamen wir reingefallen, ne? Da kann man bestimmt gar nicht hin, weil da kam man nämlich reingefetzt. Das war das Anfangsgebiet, da ist, glaube ich, nichts. Würde auch angezeigt werden, wenn wir die Automap hätten. Wir haben die Automap, ja. Das würde angezeigt werden, wenn da irgendwas wäre. Okay. Gut, dann müssen wir da hinten weiter, so war das, glaube ich. Und dann da einfach runter, genau. Zack. Und dann müssen wir jetzt hier entlang überall. Oh, oh. Und das hier Explosivkisten. Die lasse ich mal leben. Obwohl, nee, die lasse ich nicht leben. Ups. Die mal aber schöne Explosion. Weil wenn jetzt hier Kekko-Demons kommen, dann will ich die natürlich normal töten. Und nicht über diese... Aua. Nicht über diese Explosivscheiße. Okay. Dann hier runter. Oh, war da unten was? Eine Sprungplattform ist da unten. Okay. Heißt das, kommt man hier wieder weg? Hier oben ist aber sonst nichts. Ne, man muss über diese Sprungplattform, die ich da gefunden habe. Ja, man muss da unten hin. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Dann da runter.
Und dann auf diese Sprungplattform hier. Zack. Und rüber. Jetzt müssen wir da rein, so wie es aussieht. So. Oh, das wäre fast schief gegangen. Oh, da haben wir Kekos. Aber man sollte sich natürlich nicht von jedem Scheiß treffen lassen. Hey, wo ist denn jetzt der eine Impeln, der da gerade noch war? Da unten haben wir viele Gegner, aber das sind nur so 0815 Viecher und ich weiß nicht, ob das wirklich viele sind, dass sich es lohnt, eine BFG reinzuballern. Ich glaube fast nicht. Boah, wir haben den nicht mal getötet mit dem Schuss. Okay, das ist vielleicht doch einfach zu weit weg. Dann gehen wir da erstmal hin. Haben wir hier noch was? Nein, okay. Da ist auch eh die nächste Kampfarena. So, jetzt haben wir aber... Oh! Okay, da haben wir direkt... Und wir wissen jetzt, diese Barons of Hell, die halten anscheinend... Oh, die halten anscheinend einen BFG-Schuss aus. Okay. Da haben wir noch so ein Scheißvieh. Das ist die Knarre alle, toll. Okay, das haben wir geschafft. Zwei Barons of Hell, aber ich glaube, es war auch geplant, dass man die BFG hier benutzt. Weil da hier war ja auch ein BFG-Schuss zum Einsammeln. Von daher ist das schon in Ordnung, dass wir die da auch benutzt haben. So, haben wir hier irgendwas? Nein. Oh, wartet mal. Hier hinter vielleicht? Nein. Okay, gut. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon geschafft? 28, boah, immer noch 11, aber gut, jetzt haben wir gut was geschafft. Und wir müssen auch immer noch Armkanonen von ManQB töten, killen. Aber, ups, tut mir leid, irgendwie kommen die nur voll selten, habe ich das Gefühl. Die sind nur ganz selten mal überhaupt da. Das ist ein bisschen nervig. Okay, achso, jetzt ist das hier aufgegangen, na gut. Na toll. Okay, der ist weg. Da haben wir noch eine Lost... Oh, hinter mir kam gerade irgendwas. Was war denn das, was da rauskam? Hä, wo ist es jetzt hin? Ach, es ist tot. Okay. Okay. Okay, da haben wir so einen. Das ist kein Problem. Zack. Wie war? 14 von 20 haben wir da erst. Krass. Könnten wir auch mal ein bisschen mehr gebrauchen von. Das dauert echt ewig, diese blöde Mastery. Wenn man die nicht früh genug anfängt in dem Spiel, dann hat man anscheinend echt ein Problem. Okay. Aber hier scheinen ja ein paar zu sein. So. Ich könnte echt ein bisschen mehr Munition... Echt ein bisschen mehr Munition für... Ah, die spawnen auch neu. Ist da auch wieder ein Totem oder was? Bisschen mehr Munition für die BFG gebrauchen. So. Da ist was. Wir könnten jetzt entweder damit rüberspringen. Ah, das nutzen wir mal. Weil damit scheint man nämlich hier oben an die Armor zu kommen. Nein, irgendwas hat mich da geblockt. So eine Scheiße. Okay. Da haben wir noch was. Erstmal warten, bis die Scheiße da weg ist. So. Hallo, warum springt... Oh, wo springt er denn hin? Toll. Hey, und jetzt sind hier neue... Toll, alles alle. Mal wieder typisch. Okay. Es hat aber geklappt. Also wir müssen jetzt unbedingt irgendwas Kleines finden, was wir
weghauen können. Irgendwas zersägen oder sowas. So, aber erstmal darüber. So, die Armor holen, dann darüber. Jetzt kommen wir zwar wieder zurück, aber ich will ja da oben ran. Von daher ist das schon in Ordnung, dass wir nochmal zurückgehen. Aus irgendeinem Grund war da irgendwie so eine Art unsichtbare Wand oder so, weswegen diese Scheiße mich nicht draufgelassen hat auf die Plattform. Toll, jetzt landen wir genau in dem Scheiß. Okay. Dann mal los. Ja, jetzt hat's geklappt. One up haben wir uns geholt. Alles klar. Und jetzt müssen wir wohin? Darüber anscheinend. So. Ist das kompliziert hier? Zack, dann darüber. Oh. Dann hier hoch. Dann können wir dahin. Und dann können wir dahin. So habe ich das zwar ursprünglich nicht geplant gehabt, aber geklappt hat es trotzdem. So, jetzt gucken wir mal schnell, wie viele Gegner da sind. Nur ein paar. Aber den können wir mal weghauen, den blöden Pain Elemental. Damit der nämlich weg ist. So, dann haben wir da einen... Okay. Jetzt müssen wir unbedingt was zersägen. Alles klar. So. Das wären zwar jetzt auch richtig schön viele Gegner für einen BFG-Schuss gewesen, aber halt nur so 0815 Scheißgegner. Ah, hier kriegen wir wieder neue BFG-Munition. Das ist gut. Das hatte ich zwar gerade schon gesehen, aber gar nicht darauf geachtet, dass das ja was Sinnvolles wäre, was ich mir erholen sollte. Da, aber ich glaube, wir müssen unten bleiben, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann da hinten lang. Hier so. Ja, ich glaube schon. Hä, wo müssen wir jetzt hin? Da. Aber da gab es noch einen anderen Weg. Ah, hier ist aber das One-Up. Dann war das wohl der bessere Weg anscheinend. Okay. War. Okay. Gut. Irgendwie wollte er sich nicht ranziehen damit. Aber ist auch egal. Es hat auf jeden Fall geklappt. Okay. Dann bin ich damit zufrieden, wenn das klappt. Und wir haben auch kampftechnisch... Ah gut, kampftechnisch ist gar nicht mehr so viel, sehe ich gerade. Aber gut, wir haben auch noch ein Slayer Gate. In dem Slayer Gate werden wir, glaube ich, die BFG gut nutzen können. Von daher ist das, denke ich, schon in Ordnung. Wartet mal. Hier kommt man nur wieder zurück, oder? Das ist nur... Da oben liegt noch was. Das will ich gucken, was das da ist. Was da liegt. Nein, warum hatten das jetzt... Oh, warum hat er sich jetzt nicht an der Monkey Bar festgehalten? Der voll... Oh, jetzt sind wir wieder hier unten. Wartet mal. Ah, scheiße. Ich wollte mal gucken, was an der anderen, bei dem anderen Festhalteding da oben ist. Weil man kann sich ja auch hier irgendwo festhalten an der Wand. Oder? Da hinten irgendwo. Wo kommt man dann lang? Hier. Achso, dann kann man nur hier hochklettern. Okay, das bringt auch gar nichts irgendwie. Na gut. Dann gehen wir nochmal einmal, versuchen wir das nochmal. Wir müssen das schließlich hier hinkriegen. Kann nicht sein, dass wir Sprungpassagen nicht schaffen. Nein, da wollte ich abkürzen, aber jetzt sind wir wenigstens oben. Oh, werden wir es jemals schaffen? Wir wissen es nicht. Jetzt hat es geklappt. Okay, ah, sogar eine Wächterbatterie, sogar gut. Wir mussten hier sogar noch mal hin, sonst hätten wir was verpasst. Okay, alles klar. Dann passt's. Und da kann man auch irgendwie seitlich dran vorbei, kann das sein? Ah, nice. Und dann nehmen wir hier jetzt noch das mit der maximalen Gesundheit. Nehmen wir hier Munition. Es ist mir in letzter Zeit so oft die Munition alle gegangen. Nehmen wir lieber das zuerst.
Naja, wir müssen ja sogar landen. Alles klar. Das werden wir allerdings erst in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt auch einen Daumen nach oben und schreibt mir einen Kommentar. Ich glaube, sehr viel haben wir in diesem Level nicht mehr vor uns. Wir müssen uns noch um ein paar Herausforderungen kümmern, aber das werden wir schon irgendwie schaffen. Ich sage jetzt hier erstmal Tschüss und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und denkt dran, selbst dem Doomslayer wird irgendwann mal die Munition ausgehen, aber reißen und zerfetzen wird er trotzdem weiterhin, denn...